Hallo, ich bin Tobias von Ikono und ich stelle euch heute unser patentiertes Stecksystem vor. Mit dem Stecksystem lassen sich alle Module miteinander verbinden, sodass man immer wieder neue Launch-Welten erschaffen kann. Hierfür braucht man kein Werkzeug, sondern nur unsere Klammer und eine Person, die einem hilft. Heute hilft mir der Valky. Hi Valky. Als Beispiel haben wir heute die 2-in-1-Launch mitgebracht. Die 2-in-1-Launch lässt sich in zwei Stellvarianten aufbauen und das werden wir zusammen Schritt für Schritt durchgehen. Los geht's! Das Wichtigste zuerst. Alle Module, die sich berühren, müssen mit der Klammer verbunden werden. Wichtig ist dabei, die Reihenfolge zu beachten. Zuerst muss auf der Seite 1, zum Beispiel ein Anlehnelement, eingehakt werden. Danach wird ein weiteres Modul, zum Beispiel ein Sitzelement, auf der Seite 2 aufgesteckt. Zuerst bauen wir die Longshell-Variante auf. Mit nur wenigen Handgriffen entstehen hier gleich zwei Liegeplätze. Zuerst stellen wir das hintere Anlehnmodul auf. Wie schon erwähnt, beginnen wir mit der Seite 1. Zuerst wird die Klammer schräg unter den Aluminiumrahmen gehalten, sodass der Haken in die Nut unter dem Aluminiumrahmen gesteckt wird. Danach mit einer Drehbewegung rasten beide Haken ein. Die Klammer ist richtig verbaut, wenn sie beim leichten Anheben des Anlehnelements mit angehoben wird. So, das machen wir jetzt dreimal, weil drei Module mit dem Anlehnelement verbunden werden. Als nächstes verbinden wir das zweite Anlehnelement. Das dient als Mittelarmlehne für beide Liegeflächen. Das Modul wird jetzt ganz einfach auf den Haken gesteckt. Als nächstes hängen wir auf beiden Seiten Klammern ein, damit das Modul mit den Liegeflächen verbunden ist. Da das Modul relativ lang ist, verbauen wir auf beiden Seiten zwei Klammern. So, jetzt müssen wir noch die beiden Liegeflächen aufstecken und schon haben wir die 2-in-1 als Longshell-Variante. Aber bevor wir es uns hier zu gemütlich machen, bauen wir das schnell zur Eckvariante. Die Module lassen sich nun in umgekehrter Reihenfolge wieder auseinanderbauen. Das heißt, wir fangen mit den Sitzelementen an. So, als nächstes nehmen wir das Anlehnelement, bauen das ab und setzen das hier hin, sodass die Anlehnelemente zusammen eine Ecke bilden. Das Anlehnmodul benötigt jetzt drei Klammern. Eine, um mit dem anderen Anlehnmodul sich zu verbinden und zwei für das Sitzelement, was später hier hinkommt. Hier haben wir jetzt den Fall, dass wir zwei gleich hohe Elemente haben. Hier muss die Klammerseite 1 in dieses Modul rein, um hier mehr Stabilität zu geben. Jetzt können wir schon wieder das erste Sitzmodul einbauen. Weil die Sitzmodule sich hier noch berühren, müssen wir auch noch eine Klammer einbauen. So, jetzt fehlt noch das letzte Sitzmodul und schon ist die Eckvariante fertig. Und falls der Boden uneben ist, lässt sich das mit den verstellbaren Füßen ausgleichen. Und das war der Aufbau der beiden Stellvarianten. Einfacher geht's nicht, oder? Prost!